Es gab eigentlich noch nie einen besseren Zeitpunkt als jetzt, sich noch intensiver mit Digitalisierung auseinanderzusetzen, einfach weil die Möglichkeiten so gut sind, wie sie noch nie waren. Ja. Und weil wir auch merken, dass sich die Wettbewerbslandschaft zunehmend auch verändert. Herzlich willkommen zu einem neuen Teil unserer Expert Series. Heute haben wir zum ersten Mal einen externen Gast bei uns, der nicht direkt aus der Paperschrift-Familie kommt. Professor Dr. Stefan Kolb, herzlich willkommen. Vielen Dank. Professor Dr. Kolb oder Stefan ist Professor an der DHBW Karlsruhe, verbindet dort die Themen BWL und Digitalisierung miteinander, indem er unter anderem auch 5 Jahre direkt in der Industrie gearbeitet hat und dort das Thema digitale neue Geschäftsmodelle vorangetrieben hat. Und das ist auch genau das Thema, über das wir uns heute kurz austauschen möchten. Und da gibt es im Moment eine sehr spannende Studie, die in Vorbereitung ist. Vielleicht magst du noch kurz ein paar Worte zu dir sagen und dann einfach einen Schwenk in Richtung der Studie Gerne, zu vielen machen. Dank. Also Stefan Kolb ist mein Name, Professor an der DHBW in Karlsruhe, dort im Studiengang BWL Handel. Und ja, meine Lieblingsthemen, gerade auch was die Vorlesungsinhalte anbelangt, sind eigentlich Verbindungen zwischen BWL und Digitalisierung. Das passt auch ganz gut zu meinem Background. Ich bin Kaufmann vom Hintergrund her und habe eigentlich an ganz unterschiedlichen Stellen in der Wertschöpfungskette auch schon gearbeitet, war in der Unternehmensberatung mit Blick auf den Handel und Konsumgüterhersteller über längere Jahre, war in der Automobilindustrie an unterschiedlichen Positionen, sowohl bei Herstellern als auch bei Zulieferern und zuletzt dann vor der Professur tatsächlich auch etwas mehr als 5 Jahre in der Industrie und habe dort an unterschiedlichen spannenden Geschäftsmodellinnovationen gearbeitet. Und wo immer möglich und sinnvoll dabei auch ganz neue Technologien genutzt. Und freue mich jetzt umso mehr, dass ich im Rahmen der Professur eben die beiden Themen Geschäftsmodell, Innovation, BWL und Digitalisierung miteinander verbinden kann. Und gerade jetzt in Karlsruhe tut sich auch einiges Spannendes. Wir bringen das nicht nur sozusagen im Studium BWL Handel ein, sondern gemeinsam mit den Kollegen lancieren wir gerade auch ein ganz neues Studienangebot. Es wird also mit Blick nach vorne in Karlsruhe 2 Möglichkeiten geben, in Zukunft Handel zu studieren. Im klassischen Studiengang BWL Handel und im neu aufgesetzten Studiengang BWL Digital Commerce Management. Der startet jetzt im Oktober 2021 und der bietet noch mehr Raum, eben Digitalisierungsthemen und Handelsbetriebslehre miteinander zu verknüpfen. Und jetzt ist es eigentlich für den Handel gar kein neues Thema, Digitalisierung. Aber es gab eigentlich noch nie einen besseren Zeitpunkt als jetzt, sich noch intensiver mit Digitalisierung auseinanderzusetzen. Einfach weil die Möglichkeiten so gut sind, wie sie noch nie waren. Und weil wir auch merken, dass sich die Wettbewerbslandschaft zunehmend auch verändert. Also der Handel hat nicht nur immer mehr mit dem direkten Wettbewerb zu tun, sondern es kommen auch mitunter ganz neue Spieler auf den Plan, die eben ganz konsequent auch Digitalisierung nutzen, die Mechanismen dahinter nutzen, auch aus der Startup-Landschaft. Und insofern erachten wir es als sehr wichtig, hier einfach auch einen Beitrag zu leisten, mit Blick nach vorne gut ausgebildete Fach- und Führungskräfte sozusagen unterstützend ja, hier mit auf den Weg geben zu können, die eben diese Mechanismen Handel auf der einen und Digitalisierung auf der anderen Seite durchdringen. Also wenn es Studieninteressierte gibt, die mit Blick auf Oktober noch dabei sein wollen, die Möglichkeit gibt es. Und auch für Unternehmen gibt es die Möglichkeit, auch noch dualer Partner zu werden und bei uns duale Studienplätze anzubieten. Okay, super. Da vielleicht schon mal vorweggegriffen. Den Link dazu findet ihr auch in den Kommentaren da drin. Gerne draufklicken. Einmal für Studiensuchende und auch einfach für Unternehmen auf der DHBW-Homepage ist unten verlinkt. Also könnt ihr gerne noch nähere Informationen darüber bekommen. Kommen wir mal zur aktuellen Studie, die ja ein sehr interessantes Themenfeld beackert, sich anschaut. Was ist denn da die Idee erstmal vielleicht dazu gewesen? Und was ist denn der Inhalt der aktuellen Studie? Ja, also losgelöst von der Professur interessiere ich mich eigentlich seit Jahren schon für unterschiedliche Forschungsansätze, die auch mit der Digitalisierung zusammenhängen und sich eben die Mechanismen dahinter näher anschauen. Und es gibt momentan tatsächlich eine Studie schon seit längerem in Vorbereitung mit einigen Partnern, die da auch dabei sein wollen, wo wir uns einfach aus einer Forschungsperspektive heraus anschauen, was sind denn eigentlich organisationale Erfolgsfaktoren, wenn Unternehmen sich mit Themenstellungen wie digitalen Geschäftsmodellen auseinandersetzen? Und das ist genau die Studie, an der wir momentan da dran sind. Warum ist denn das Thema überhaupt relevant jetzt für Unternehmen, Unternehmer vielleicht? Organisationen kann man sagen, ja gut,
Da gibt es halt Organisationsstrukturen, ne? Und es gibt Abteilungen und da gibt es einen Abteilungsleiter und ja, was soll da großartig noch anderes möglich sein? Ne? Ja. Was ist denn da so der interessante Punkt oder der wichtige Punkt gerade aus Unternehmenssicht, dass man sich mit dem Thema vielleicht etwas intensiver beschäftigen sollte? Also die Organisation dessen, wie ich Geschäftsmodelle vorantreibe, gehört zu den absolut zentralen Erfolgsfaktoren, die am Schluss auch darüber entscheiden können, ob das Ganze erfolgreich ist oder nicht. Was wir uns anschauen, sind insbesondere Unternehmen, etablierte Unternehmen, die jetzt eben an Geschäftsmodellthemen arbeiten. Mhm. Und da gibt es zunächst mal zwei Perspektiven. Das eine kann sein, ich habe ein etabliertes Unternehmen, was seit Jahren, Jahrzehnten vielleicht ein erfolgreiches Geschäftsmodell hat, das aber erkannt hat, dass es nicht unbedingt so ist, dass wenn etwas 10 Jahre oder länger gut funktioniert hat als Geschäftsmodell, das in den nächsten 10 Jahren immer noch der Fall sein muss im Kontext der Digitalisierung. Also auch Geschäftsmodelle haben sozusagen ein Ablaufdatum und insofern macht es durchaus Sinn, die regelmäßig auf den Prüfstand zu stellen und gegebenenfalls weiterzuentwickeln. Es kann also die eine Motivation sein, ich nehme ein Geschäftsmodell, was ich schon habe und überarbeite das. Die zweite Perspektive kann sein, ich möchte vielleicht auch neben einem bestehenden erfolgreichen Geschäft ganz neue Geschäftsmodelle lancieren, Stichwort Plattformökonomie zum Beispiel. Und auch das kann eine Motivation sein. Mhm. In beiden Fällen haben die Unternehmen erkannt, dass im Thema Geschäftsmodell, Innovation oder Weiterentwicklung viel Potenzial steckt. Also es gibt guten Grund zur Annahme, dass wir in Zukunft mehr Wettbewerb haben werden, eigentlich zwischen Geschäftsmodellen und weniger rein zwischen Produkten oder Services. Und wenn es mir gelingt als Unternehmen, wirklich erfolgreich ein Geschäftsmodell auch zu innovieren, dann kann ich damit signifikante und nachhaltige Wettbewerbsvorteile auch generieren. Dahin zu kommen ist allerdings gar nicht so einfach. Also auf der einen Seite gibt es jede Menge marktliche Fallstricke, und es gibt einiges an guten Methoden mittlerweile, auch Geschäftsmodelle marktzentriert zu entwickeln und auch mit möglichst geringem Risiko. Aber was wir beobachten ist, dass ganz viele oder durchaus einige zumindest Geschäftsmodelle, die durchaus gut gedacht sind und auch gut gemacht sind, an der eigenen Organisation oder Organisationsform scheitern. Und das war für uns spannend genug, dass wir gesagt haben, wir wollen dieses Thema dann auch mal näher untersuchen. Zu den Fallstricken kommen wir dann später noch im Verlauf. Das ist wahrscheinlich genau der Punkt, wo es nicht so gut funktioniert hat. Nochmal kurz einen Step zurück auf eine etwas theoretischere Ebene. Welche unterschiedlichen Ansätze gibt es denn da, wie ich mein Unternehmen, meine Organisation überhaupt organisieren kann? Vielleicht magst du dazu kurz was erzählen. Gerne. Also es gibt unterschiedliche Perspektiven, die man da einnehmen kann. Man kann zum Beispiel mal reinzoomen auf das Team, was operativ tatsächlich ein neues Geschäftsmodell überarbeiten oder erarbeiten soll. Und da kann zum Beispiel eine Fragestellung sein, dürfen die sich das Thema, an dem sie arbeiten, selbst aussuchen? Oder wird das von irgendwoher vorgegeben? Top-down zum Beispiel aus der Strategie. Also da gibt es unterschiedliche Varianten schon mal, wie das ausgestaltet sein kann. Eine zweite Fragestellung, vielleicht auch mit Blick aufs Team, ist die Überlegung, an wie vielen Themen wird denn eigentlich gearbeitet? Also dürfen die sich dediziert um ein Thema vollumfänglich kümmern oder sollen die eher mehrere Themen, vielleicht auch unterschiedliche Themen bearbeiten, so in der Hoffnung, viel hilft viel, vielleicht kommt dann bei einem was dabei raus und ist dann eher so der Portfolio-Gedanke dabei. Auch eine Fragestellung kann sein, wie viel Autonomie hat eigentlich ein Team, was an neuen Geschäftsmodellen arbeitet? Dürfen die an bestimmten Punkten selbstständig entscheiden, wo und wie es weitergeht? Oder müssen die sich abstimmen? Und wenn sie sich abstimmen müssen, ist es dann in der klassischen hierarchischen Linie zum Beispiel? Oder gibt es da neue Wege, wer Entscheidungen trifft, ob es weitergeht mit Themen oder nicht? Das ist so beispielhaft mit Blick auf die Teams, die an Geschäftsmodellinnovationen arbeiten, sind ein paar beispielhafte Fragen. Eine weitere beispielhafte Perspektive wäre, wo sind eigentlich diese Teams angesiedelt? Also sollen die bewusst in einer gewissen Nähe zum heutigen Kerngeschäft an diesen neuen Geschäftsmodellen arbeiten oder möchte man bewusst eigentlich eine räumliche Trennung schaffen und die mit einer gewissen Distanz zum heutigen Kerngeschäft an solchen Themen arbeiten lassen? Okay, was sind da die Vorteile, wenn man sagt, ich mache es räumlich zusammen, also in räumlicher Nähe oder es gibt eine gewisse Distanz? Also genau, das ist eine zentrale Frage eigentlich. Die ganzen Setups haben ganz unterschiedliche Implikationen und alle bringen natürlich auch Vor- und Nachteile mit sich. Um mal bei dem Beispiel zu bleiben, wenn ich natürlich nah ans Kerngeschäft ranrücke, um neue Geschäftsmodelle, vielleicht auch digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln oder weiterzuentwickeln, dann kriege ich damit natürlich eine gewisse Realitätsnähe. Ich habe den ganzen Tag eine Nähe zum Kerngeschäft. Ich sehe, was passiert operativ. Ich habe Kontakt mit allen anderen, die heute auch im Tagesgeschäft unterwegs sind. Und diese Realitätsnähe kann natürlich einer Idee durchaus auch gut tun.
Auf der anderen Seite kann ich auch wunderbar von heutigen Fähigkeiten und Ressourcen profitieren. Ich kann Mitarbeiter aus dem Tagesgeschäft auch in diese neuen Projekte einbinden. Und ich kann im Zweifel auch meine Kunden, Lieferanten oder Partnerkontakte einfach nutzen, um Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln. Ja. Und wenn ich am Schluss erfolgreich bin in diesem Setup mit einer räumlichen Nähe zum heutigen Geschäft, dann ist das natürlich auch dahingehend vorteilhaft, als dass das heutige Geschäft und die Mitarbeiter schon Berührungspunkte hatten mit dieser neuen Idee. Die ist also nicht ganz neu in der Organisation, was durchaus auch eine gewisse Akzeptanz schaffen kann für diese neue Geschäftsmodellidee dann. Nachteilhaft ist natürlich, wenn ich jetzt ein Team habe, was bewusst nah am Kerngeschäft innovieren soll, aber vielleicht auch mit einem ganz andersartigen Thema, dann kann es unter Umständen passieren, dass die auch so ein Stück weit als Fremdkörper empfunden werden in der Organisation. Und man hat natürlich einen Austausch in den Kaffeepausen, man hat einen Austausch vielleicht auch in der Cafeteria oder im Prinzip beim Mittagessen. Und es kann auch dazu führen, dass natürlich ein Stück weit gechallenged wird und auch zerredet wird, warum macht es denn überhaupt Sinn, in diese neue Richtung zu gehen. Also im schlimmsten Fall könnte das so ein Stück weit die organisationalen Antikörper auf den Plan rufen und man sagt, zu einer Inkrementalisierung der Idee führen. Die wird also vielleicht so ein Stück weit eingestutzt und ist am Schluss gar nicht mehr so interessant oder spektakulär, wie sie ursprünglich mal gedacht war. Das ist so eine Gefahr davon. Der Gegenentwurf dazu wäre, ich mache es bewusst nicht in der Nähe zum Kerngeschäft. Das heißt, ich nehme die Teams ein Stück weit raus, vielleicht nicht ins Headquarter, in die Zentrale oder nicht direkt aufs Werk, wo man auch immer guckt, sondern ich gehe bewusst vielleicht vor die Werkstore, etwas außerhalb, schaffe eine gewisse räumliche Trennung zwischen dem Team, was an neuen Opportunitäten arbeitet und dem heutigen Kerngeschäft. Das kann zunächst mal vorteilhaft sein, dahingehend, als dass ich dann dieses Team vollständig austoben kann auf dieser neuen Idee. Man kann wirklich mal radikale Ansätze für Innovationen entwickeln, die vielleicht ganz andersartig sind. Kann die, man sagt, marktzeitig inkubieren, also einfach mal testen mit einfachen Prototypen. Möchte das überhaupt jemand haben? Gibt es da eine nutzerseitige Akzeptanz? Wenn ich die über die Zeit erreiche, durch verschiedene Marktinteraktionen und ich merke, es gibt wirklich eine Nutzerschaft, die da ein großes Interesse dran hätte, dass ich als Unternehmen tatsächlich dieses neue Geschäftsmodell liefere, dann kommt der Moment der Wahrheit, dann muss ich mir natürlich überlegen, was mache ich jetzt damit? Und dann kann ja eine Überlegung sein, jetzt nutze ich mein heutiges Geschäft, meine heutige Organisation auch, um dieses neue, andersartige Geschäftsmodell voranzutreiben. Mhm. Ich hole es also vielleicht wieder zurück zum Kern. Was allerdings dann natürlich den Nachteil oder die Gefahr birgt, es hat bislang kaum einer von dieser neuen Geschäftsidee gehört. Die war ja bewusst außerhalb. Und sie ist vielleicht auch sehr andersartig. Und das kann im schlimmsten Fall zu einem gewissen kulturellen Clash führen und bis hin zur Konstellation eines Not Invented Here, also mit anderen Worten, die Mitarbeiter sagen, es ist mir so andersartig, das hat eigentlich nichts mehr mit dem Unternehmen zu tun, für das ich eigentlich seit Jahren arbeite. Und es kann natürlich dann auch ein Stück weit zur Ablehnung der Idee führen. Also es ist gar keine einfache Konstellation und es kann vielleicht auch Sinn machen, in manchen Phasen bewusst wieder näher ran oder etwas weiter weg zu rücken und diese dynamische Perspektive im Innovationszyklus berücksichtigen wir auch in der Studie. Wenn wir gerade beim Thema Dynamik sind, das klassische Beispiel einer dynamischen Organisation ist ja das Start-up. Also jeder verbindet das vielleicht noch mit der etwas romantischen Geschichte, dass das alles noch irgendwo in der Garage angefangen hat und sich da eine Gruppe von zwei Ingenieuren zusammengesetzt haben und Unternehmen gegründet haben. Die Geschichten kennen wir ja alle. Versus den klassischen Großkonzern, den man nicht als so agil wahrnimmt wie ein Startup. Gibt es da konkrete Punkte, auch gerade im organisationellen Setup, wo große Unternehmen von Startups lernen können oder vielleicht auch andersrum? Ja, also ich glaube, Agilität ist da schon ein Stichwort an der Stelle. Wenn man sich mal vergegenwärtigt, was das eigentlich bedeutet, jetzt in Zeiten der Digitalisierung neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, dann haben eigentlich die etablierten Unternehmen jetzt die Herausforderung, auch mit den Startups hier irgendwie mithalten können zu müssen. Und das ist gar nicht so einfach an der Stelle, denn die sind in aller Regel durch tatsächlich eine hohe Agilität gekennzeichnet. Wenn die eine Chance sehen, dann stimmen die sich schnell ab und setzen im Zweifel sehr schnell um. Wenn ich als etabliertes Unternehmen mit gewachsenen Strukturen tatsächlich auch an solchen neuartigen Themen arbeite, wo ich vielleicht direkt auch in Konkurrenz treten würde zu den Startups, dann muss ich ja irgendwie versuchen, auch ähnlich agil sein zu können und auch ähnlich wendig sein zu können, um die Themen zu entwickeln marktseitig.
Und da kann man als etabliertes Unternehmen doch einiges auch von Startups sicherlich lernen. Und eine Implikation kann zum Beispiel auch sein, sich vielleicht ein Stück weit die Entscheidungsstrukturen einmal abzuschauen. Dass es vielleicht nicht klassischerweise durch mehrere Hierarchie-Levels gehen soll, wenn es schnell gehen muss bei Entscheidungen im etablierten Unternehmen, sondern dass man vielleicht eine andere Anbindung schafft. Dass die Teams, die operativ arbeiten, vielleicht angedockt sind direkt ans Top-Management, um relativ schnell eine Rückmeldung zu kriegen, links oder rechts, oder wollen wir uns nochmal in eine andere Richtung entwickeln, um einigermaßen sozusagen die Agilität auch eines Startups an den Tag legen zu können, als ein Beispiel. Okay, super, danke. Fallstricke, wir haben es doch schon angekündigt. Ja. Dass das alles nicht so einfach ist, ich glaube, das ist jetzt mehr als deutlich geworden, allein wenn man sich mal die Komplexität der Themen, die wir gerade besprochen haben, kurz vor die Augen führt. Lass uns mal schauen, was gibt es denn da für Fallstricke, für Themen, wo Schwierigkeiten auftreten können auf den unterschiedlichen Ebenen, also gerne mal von C-Level bis runter auf Teamleiterebene. Also gibt es unterschiedliche Dinge und ich bin selbst gespannt auf die Studienergebnisse natürlich auch. Also ich glaube, da gibt es nicht den einen besten Weg, was man machen soll oder beachten soll, was einfach daran liegt, dass digitale Innovation auf jeden Fall immer ein Stück weit auch Reibung kreiert im Unternehmen. Also ganz reibungslos geht es nie. Es ist ja auch ein Stück weit ein Veränderungsprozess, der damit angestoßen wird. Und ein Stück weit ist Reibung auch gut, aber wenn es zu wild wird, ist es natürlich auch nicht im Sinne aller Beteiligten. Aber ich glaube nicht, dass wir eine Implikation rausbekommen, auch für die unterschiedlichen Hierarchie-Levels, wo wir sagen können, das ist jetzt ein Setup, da gibt es keine Reibung mehr. Das glaube ich nicht. Aber ich lasse mich überraschen gerne. Was man vielleicht rausnehmen kann an Implikationen für die unterschiedlichen Hierarchie-Levels ist, wenn wir mal anfangen mit dem Top-Management C-Level. Ich glaube, eine wichtige Sache momentan ist tatsächlich im Kontext digitaler Innovationen eine Strategie zu haben oder einen Plan zur Strategie zumindest zu haben. Da kann zum Beispiel sehr hilfreich sein, wenn strategisch schon verankert ist, in welchen Bereichen wollen wir denn neue digitale Geschäftsmodelle vorantreiben? Weil wenn ich das strategisch verankert habe, macht das natürlich den Teams, die operativ an diesen Themen arbeiten, die arbeiten ein Stück weit dahingehend leichter, als dass die eine Legitimation haben, an diesen Themen auch arbeiten zu können, weil es einen klaren Auftrag gibt. Jetzt gibt es sicherlich auch einige Unternehmen, die jetzt relativ am Anfang der digitalen Transformation stehen, die vielleicht auch noch keine digitale Strategie haben. Und das ist auch völlig in Ordnung. In so einem Fall könnte man damit so umgehen, dass man sagt, man nutzt vielleicht auch die operativen Teams, um ein Stück weit Chancen zu erkennen. Was könnte man denn in Zukunft machen mit Blick auf neue digitale Geschäftsmodelle und die dann im zweiten Schritt wiederum strategisch zu verankern. Aber ich glaube, wichtig ist, einen Plan zu haben hinter dem Thema der digitalen Strategie. Ein weiteres Thema, was vielleicht auch wichtig ist fürs Top-Management, gerade wenn es um digitale Geschäftsmodellinnovationen und organisationale Aspekte geht, ist die Frage der Anbindung. Wir hatten es vorhin auch in anderem Kontext, aber Top-Management-Attention ist sicherlich etwas, was den neuen Themen sehr, sehr gut tut. Wir haben die Arbeitsebene, die arbeitet vielleicht an ganz neuen, vielleicht auch radikal innovativen Geschäftsmodellen. Und wenn es da die Möglichkeit gibt, sich auch direkt wirklich mit dem Top-Management auszutauschen zwischendurch, dann hat das eigentlich einige sehr charmante Effekte, die das mit sich bringt. Auf der einen Seite kann man vielleicht sehr schnell Entscheidungen treffen, wie wir eben angesprochen hatten. Auf der anderen Seite ergibt sich damit aber vielleicht auch die Möglichkeit, dass das Top-Management bestimmte Probleme auch relativ schnell aus dem Weg räumen kann, gerade wenn es sich auch um organisatorische oder intraorganisationale Aspekte handelt. Und man hat dann einen Protégé, jemand, der sich vielleicht kümmert, eine Patin oder einen Paten auf Top-Management-Level, die dann wirklich auch der Idee ein Stück weit den Rücken stärken. Das ist mit Sicherheit auch nicht schlecht. Was dann schon eher Richtung mittleres Management geht und oftmals auch die Wünsche aus dem mittleren Management umfasst, auch mit Blick wiederum aufs Top-Management, ist die Frage, wie incentiviere ich denn eigentlich meine Teams? Also welchen Anreiz gebe ich denn meinen Leuten, die sich wirklich um solche Geschäftsmodell-Innovationsthemen geben, dass die auch wirklich motiviert sind und dass die auch wirklich ihre Arbeit bestmöglich leisten können? Und auch da gibt es ganz unterschiedliche Varianten, was ich im Kontext von Anreizmechanismen, von Incentives machen kann. Eine Sache, die, glaube ich, immer wichtiger wird, ist auch wirklich Karrierepfade zu entwickeln für Leute im Business Development, dass es vielleicht nicht nur eine Station im Lebenslauf ist, sondern für manche auch die Option gibt, sich da wirklich längerfristig drauf zu etablieren. Eine Perspektive also im Innovationskontext für eine längere Perspektive dann wirklich auch tätig werden zu können. Das kann spannend sein. Und natürlich auch die Frage, das sind natürlich Mitarbeiter, die stehen voll im operativen Spagat zwischen
Also operativ im Sinne von hemdsärmlich mal Ideen entwickeln und strategisch am nächsten Tag das Top-Management vielleicht dann auch abzuholen, wo stehen wir denn gerade, was läuft gut, was läuft nicht so gut. Und gleichzeitig sind diese Mitarbeiter natürlich mitunter auch mit Gegenwind konfrontiert, auch marktlich, ne? Also kein einfacher Job. Und da kann es durchaus Sinn machen, auch über ganz neue Anreizmodelle nachzudenken. Manche Unternehmen machen das auch bereits. Die überlegen dann zum Beispiel, ob man die Mitarbeiter nicht auch perspektivisch beteiligen könnte. Ne, wenn tatsächlich ein neues Unternehmen daraus entsteht, dass man ihnen zum Beispiel mittelfristig auch spannende Positionen in diesem neuen internen Startup verschafft oder ihnen die Möglichkeit gibt, sich hier auch längerfristig zu etablieren. Und letztlich gibt es natürlich auch noch die Arbeitsebene, die ganz, ganz wichtig ist in dem Fall, weil sie einfach operativ an den neuen Themen arbeitet. Und wenn man da Richtung Implikationen oder Fallstricke denkt, dann kann man da natürlich auch zum Beispiel mal rausgreifen, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass es eine intrinsische Motivation gibt, auch an solchen Themen zu arbeiten. Das heißt, im Idealfall setzt man die Teams zunächst mal sehr unterschiedlich zusammen, mit unterschiedlichen Erfahrungshorizonten, was übrigens auch Reibung kreiert, aber das ist völlig okay. Aber es sollten Leute sein, die intrinsisch motiviert sind. Und da kann es durchaus Sinn machen, auch aus dem bestehenden Geschäft Leute zu nehmen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit langjähriger Erfahrung, die das Geschäft gut kennen, und die mal zu kombinieren mit anderen Teammitgliedern, die das Geschäft vielleicht noch nicht so gut kennen, die von extern kommen, um dann gemeinsam sozusagen motiviert dann auch an diesen Themen zu arbeiten. Und dann kann es auch was werden. Super, super. Was da genau draus wird, das werden wir sehen, wenn die Studie dann tatsächlich abgeschlossen ist. Wie lange läuft sie denn noch ganz genau? Also sie wird noch 4 Wochen, schätze ich mal, wirklich laufen, dass man auch wirklich teilnehmen kann. Und danach gehen wir sehr schnell in die Auswertung, sodass wir wahrscheinlich im Sommer, Spätsommer die Ergebnisse spätestens sehen. Ja, also bis Ende Juli wahrscheinlich, also bis ungefähr 31.07. Sage ich deshalb, weil ihr gerne an der Studie auch noch teilnehmen könnt. Den Link findet ihr auch in der Beschreibung drin. Und die Ergebnisse dann ebenso, die Seite verlinken wir ebenfalls in der Beschreibung drin. Vielen Dank für den Besuch, für die Einführung, für die vielen Informationen zu dem Thema. Ich hoffe, es war für euch genauso informativ und ihr habt die letzten 20 Minuten genauso spannend gefunden wie ich hier, weil ich das Thema auch nur begrenzt kenne. Das ist Spannende, wenn man einen externen Gast hat. Wenn ihr weitere Expert-Videos sehen wollt, dann gerne in unsere Playlist gucken, unseren Podcast abonnieren, uns auf YouTube besuchen. Danke, dass ihr zugehört oder zugeschaut habt, je nachdem, auf welchem Kanal ihr mich jetzt gerade hört oder seht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, weiterhin ein erfolgreiches Arbeitsleben und ich hoffe, wir hören und sehen uns bald wieder. Macht's gut. Euer Tim. Vielen Dank. Und der Stefan. Genau. Ciao, ciao. Tschüss.